Morgen, Freunde, was geht ab? Heute haben wir den vorletzten Tag hier aus Griechenland. Wir fahren jetzt gerade in die Stadt zusammen. Wir müssen auf die Bank. Auf jeden Fall gehen wir vielleicht noch eine Kleinigkeit frühstücken. Und ansonsten, wenn nicht, dann gehen wir gleich weiter ans Meer. Wird auf jeden Fall richtig nice. Und ja, wir sehen uns dann. Εμείς οι δυο, εσύ κι εγώ, σαν το φως των αστεριών, θα λάβουμε για πάντα. Εμείς οι δυο, εσύ κι εγώ, μοιάζει μόνο αυτό σωστό, να φτάσουμε στα άκρα. Wir haben jetzt nichts in der Stadt gefrühstückt, weil wir keinen Bock hatten jetzt da zu chillen, weil es mega warm ist schon wieder. Ich esse jetzt stattdessen hier ein paar süße Dinger. Ja, ich liebe die Dolumbes. Und auf jeden Fall, wenn ich das gegessen habe, dann gehen wir schon los. Die packen gerade ihre Sachen, die Mädels. Und dann gehen wir ans Meer. Wir sind jetzt angekommen. Wir waren jetzt auch schon eine Kleinigkeit trinken und haben unsere Liegen mal getestet. Jetzt müssen wir allerdings noch zu einem kleinen Laden laufen und Sonnencreme kaufen, weil wir haben gar keine Sonnencreme dabei und deswegen bin ich gestern so wie so ein Krebs verbrannt und darauf habe ich heute keinen Bock. Deswegen kaufe ich noch ein bisschen Sonnencreme. Vielleicht kaufen wir noch eine Luftmatratze, dass wir ein bisschen weiter raus können ins Meer. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir die Spiele beginnen. Direkt am Wasser. Also Freunde, ich liebe mein Land, mein Zuhause. Ich glaube, ich ziehe hierher für immer. Komm ich mit? Nee. Nee. Nein, später, aber wenn ich alt werde, ich glaube, so Rente komme ich, glaube, safe. Auf jeden Fall hätte ich richtig Bock. Schön bei uns am Haus in der Stadt oder am Dorf. Macht. Wäre Hammer. Mission Sonnenbrille, Sonnenbrille wahrscheinlich, oder? Mission Sonnencreme kaufen und Luftmatratze ist gelungen. Sonnencreme hat einfach mal 12,50 Euro gekostet. Ich hatte zum Glück kein Kleingeld dabei, sag mir so. Dann hat sie es mir uns für 10 Euro gegeben. Ist zwar mega viel, aber egal. Wir brauchen es auf jeden Fall jetzt. Und die Matratze haben sie uns gleich aufgeblasen. Richtig nett auf jeden Fall. Ich liebe es hier in Griechenland. Ich könnte durchdrehen. Alle denken so, was ist das für ein Spaß? Und ich denke so, ja, was bin ich für ein Spaß? Auf jeden Fall, jetzt gehen wir sofort ins Wasser. Eigentlich hier direkt reinspringen. Ohne Spaß, direkt reinspringen. Und heute Abend gehen wir hier essen, hoffentlich. Hab richtig Bock. Ja, oh, endlich Schatten. Es riecht richtig lecker. Sieht auch gut aus. Ande. Τα λέμε μετά. Ciao. Ποιος μπορεί να μας πει αν η αγάπη μας αυτή θα μας πάει πιο πέρα. Ακούμε, κοίταμε, δεν τη σβήνουνε ποτέ. Φεγγεί νύχτα μέρα. Ισόδια μαζί, αν η αγάπη ήταν έγκλημα σε γλυκιά φυλακή θα είχα κλειστεί. Wir sind jetzt wieder vom Meer daheim und ich wollte euch ja noch eine Roomtour zeigen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich mache mal eine ganz kurz, eine schnelle, knackige Roomtour für euch von dem Haus, wo wir hier sind. Also wir fangen mal an. Ich stehe jetzt gerade vor dem Haus. So sieht das Ganze aus. Schön typisch griechisch hier mit dem Zaun.
unser Auto. Das Grundstück geht bis da hinten. Also das Ganze, was hier nicht gemäht ist, gehört auch noch dazu eigentlich. Aber dann kommt man hier rein auf jeden Fall. Hier sitzt meine Schwester. Macht man hier die Türe zu. Kommt man hier hoch. Hier sieht es so aus. So. Genau, dann haben wir hier noch ein Traubending. Die kann man eigentlich schon essen, glaube ich. Aber man soll die bis zum 15. hängen lassen. Ich probiere mal ganz kurz eine. Gehen auf jeden Fall super klar. Genau, dann stehen wir hier vorne auf der Terrasse. Auf der ersten von zwei, hier mein Fenster. Da geht es rein zum Esszimmer und hier geht es rein ins Haus. So, dann kommt man hier rein. Wohnzimmer. Alles ziemlich einfach und schlicht gehalten. Esszimmer, alles voll mit meinen Kamerasachen. Küche. Das ist auch mein Zimmer. Hier sieht es aus wie Sau wirklich. Das sind mein Koffer von meiner Schwester, der Koffer von meiner Oma, die Sachen noch ein bisschen. Hier so mein Bett, hier schlafe ich. Richtig chillig. So, dann kommen wir hier in dieses Zimmer rein. Das ist gar nichts eigentlich. Hier ist nur ein bisschen Abstellsachen. Meine Oma ist hier, wie ihr müsst wissen, die ist hier im Jahr für 2-3 Monate immer. Deswegen, das Haus ist eigentlich ja einfach so, dass man hier halt schlafen kann hauptsächlich. Kommt man hier raus zur zweiten Terrasse. Sieht so aus. Das ist alles auch bis zu der Hütte. Das Riesengrundstück gehört eigentlich auch alles dazu. Aber das ist einfach nicht gerichtet, weil man das einfach nicht braucht. Genau. Und das Bad und die Toilette befindet sich hier draußen. In diesem schönen Räumchen. Ja, das reicht vollkommen zum Leben. Für die paar Monate, die meine Oma hier ist. Und für die paar Tage, die wir hier sind im Jahr. So, und das war eigentlich auch schon im Großen und Ganzen die Roomtour. Ist halt ein kleines Haus. Wir gehen jetzt gleich noch eine Kleinigkeit essen in die Stadt. Und dann nehme ich euch auch mit. Ich habe richtig Hunger jetzt bekommen. Will noch den letzten Abend was Richtiges essen. Die? Ne? Ne? Και μέχρι το οικόπεδο εδώ είναι μέχρι εκεί στα δέντρα. Ναι, οι ροδιές, ναι. Βγάλει και τις ροδιές. Ναι, καλά. Ναι. Also meine Oma hat gesagt, ich soll euch nochmal hier die Rosen zeigen, ganz kurz. Hier, Rosen, nice. Da hinten wachsen übrigens noch Granatäpfel an dem Baum. Und an den Bäumen wachsen Oliven. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Oder sollte ich euch noch zeigen. Und dann hier mit dem Schirm offen. Sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus, meinte sie. Genau, also wir gehen jetzt was essen. Ciao. So, das Essen ist jetzt vorbei. Wir waren mit einem Onkel essen und mit seinen Kindern. Und ich habe da nur einen kleinen Ausschnitt gefilmt. Auf jeden Fall war es das von dem Tag heute. Wir sehen uns morgen bei der Heimreise und beim letzten Tag hier in Griechenland. Ja, bis dann. Ciao. Kalinichta, Bevea. Kalinichta, Bevea. Ciao.